Bei dir alles gut, Zombie? Was zockst du aktuell? Ich habe gesehen, bei dir schneit's. Oder bei dir lag Schnee. Richtig geil. Nicht aus, als wär's das schon gewesen. Ah, warte, jetzt ist noch ein Sollten uns Wasserventil. Da habe ich weiterholen. da irgendwo eins übersehen? War da hinten noch irgendwo so ein Ventil? Nee, ne? Hier nicht. Na gut. Ich brauch noch nen Ventil. Passt schon bei dir im Moment. Animal Crossing wieder. 2 Stunden später war der Schnee wieder weg. Oh, schade. Oh, ich hätte auch mal so Bock auf richtig viel Schnee. Ich bin auch immer wieder höchst erfreut, wenn der Wetter-App sagt, ja, es liegt Chance, dass es schneit und so. Ganz geil. Hier, was sind das denn für Viecher? Und dann, ja, dann beginnt der Tag und es hat doch wieder keinen Schnee. Bin ich immer ganz traurig. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ach so, das ist das Essen hier, was wir hier killen. Aha. Jetzt gibt's wieder was zu futtern für die Leute. Lasst euch schmecken. Ich weiß zwar nicht, ob ich die essen würde, aber naja. Macht schon schönes Weihnachtsfeeling. Ja, das ist echt. Ach, ich bin sowieso Schneefan und gerade muss ich mit dem Auto nirgendwo hin und dann ärgert er mich nicht, der Schnee, und ich muss auch mit der Bahn nicht großartig hin. Also wäre zumindest ich persönlich nicht irgendwie von den mit einhergehenden Problemen von Schnee, Stau, Ausfälle, sowohl im Straßen- als auch im Linienverkehr, nicht betroffen. Von dem her hätte ich mega Bock gerade drauf. Nee, ich habe auch so immer Bock auf Schnee. Nee, kann eigentlich gern jederzeit häufiger da sein. Dieses alte, ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionsfähige Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Ja, geil. Vielen Dank, Fahrzeug. Vielen, vielen Dank. Und hier ist ein fehlerhaftes Objekt, wo es noch ein bisschen Loot gibt. Okay, das heißt, wir haben hier den Boss von den Viechern da gekillt. Wir haben die Energiezelle. Dann läuft der Strom auch wieder. Jetzt müssen wir uns noch ums Wasser kümmern, glaube ich. Ne? The water. Mayor O'Connell braucht die Zelle. Hier müssen wir Devin Reynolds noch informieren. Hier brauchen wir noch ein Ventil. Und wir müssen die Gate in den Tunneln finden. Das Ventil. Wo kann das denn noch sein? Ja, und bei mir ist auch alles gut soweit. Alles tutti. Alles gut. Ich habe noch gerade ein bisschen Ruhe, bevor die Klausurphase richtig losgeht. Da geht's so Ende Januar, geht's da so richtig rund. Ah, da war das Ventil. Okay. Nice. Haben wir das auch? Das Wasser. Yeah, die Kolonie, sie wird leben. Leben. Okay, speichern wir nochmal. Wir wissen, gab es da drin Hardcoffs Maul. Und vielleicht einen Heal direkt nehmen. So gut wie neu. Warte mal, und was können wir denn hier machen?
einsetzen. Überlastung. Was war Überlastung? Feindliche Schilde in einem bestimmten Radius werden beschädigt. Erhöht Pistolenschaden, Präzision, baut Waffenwärme ab. Das ist doch ganz gut. Überhitzt die Waffen der Feinde in der Nähe und verursacht geringen Brandschaden. Können wir eigentlich mal alles gleich einsetzen, oder? Ja, wenn der natürlich instant mein ganzes Schild darunter ballert, ist das kacke. Aber die machen generell auch mehr Damage, kann das sein? Sind, glaube ich, irgendwie stärker als die anderen. Jo, und ansonsten versuche ich gerade einigermaßen mal einen Streamplan aufzubauen. Das klappt, würde ich sagen, auch ganz gut. Ich habe jetzt gerade aktuell den Dienstag und den Mittwoch als festen Tag. Festen Abend. Jede Woche. Und darüber hinaus dann meist noch Samstag oder Freitag, also Freitag oder Samstag, einen von den beiden Tagen. Und dann sonntags noch irgendwie. Also sprich so drei feste Tage und Freitag, Samstag meist einen von beiden. Nicht immer, aber schon meist. Oh. Das läuft ganz geil. Alter, ich mach halt... Okay, doch, ich mach schon viel Damage. Wow! Hau ab, du Wurst! Ach, der hielt sich da unten, okay. Deswegen ist der eben wieder aufgestanden, der Sack. Die sind ja richtig fies. Wie geht's euch, Leute? Euch geht's gut hier? Euch beiden hier, Rex und Talisora. Welche Schwierigkeit spielst du? Ich spiele auf... Ich weiß immer nicht, wie die heißt, aber es müsste... Die ist die zweithöchste. Auf Hardcore spiele ich aktuell. Und bis zu diesem Punkt war es super einfach. Und die beiden Boys hier haben mich dann aber vorhin ziemlich abgefrühstückt. Ah ne, diese drei Boys sind sogar... Okay. Oh nein! Was tut es? Ist er tot? Darf das aber einer wissen. Er ist korrekt. Ja, bisher ist aber auch eine gute Wahl. Also, weil... Wie gesagt, bis auf diese Stelle war sonst echt alles super einfach. Und... Dann ist zumindest so ein bisschen eine Challenge drin. Wenn dann solche Stellen hier dadurch schwer sind. Challenge, oh Challenge. Transmitterturm, was muss ich mit dir machen? Muss ich ihn kaputt machen? Der hat doch aber noch ein kleines rotes Pünktchen hat er noch. Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Gates sind unbarmherzig. Mein Volk weiß das besser als jeder andere. Also irgendwie ist hier noch so ein Missionsding. Jetzt ist es aber weg. Hä? Na gut. Jo, die Zitadelle, die habe ich schon erkundet. Die war in der ersten Session, also wir haben die erste Session so weit gespielt, bis wir das Schiff bekommen haben, die Normandy, und haben dann Feierabend gemacht und sind dann heute quasi das erste Mal mit der Normandy losgeflogen und sind jetzt gerade auf dem ersten Planeten unterwegs und ja, helfen da jetzt einfach mal den Leuten hier und gucken mal, was hier so mit den Geht abgeht hier auf dem Planeten. Ballern hier mal alles kurz und klein. Ich glaube, gleich müssen wir in das Fahrzeug rein. Jetzt die Frage, gehen wir erst zurück und quatschen nochmal mit den Boys und Girls da hinten, oder? Ah, ich würde sagen, oder? Wir gehen kurz nochmal zurück und sagen mal kurz, dass wir hier alles... Oh.
Die sind echt geil. Also auch optisch finde ich die schwarzen Kollegen hier oder braun oder dunkleren Dudes da, die sehen richtig nice aus. Coole Gegner. Sieht ultra gefährlich aus, als könnten die einen richtig wegballern. Ich meine, dafür können sie ein bisschen wenig, aber rein optisch ist schon geil. Alle tot. Alle tot. Und wieder zurück. Durch das Treppenhaus. Keine Gegner hier. Richtig geil wäre es, wenn man außerhalb vom Fight irgendwie unendlich sprinten könnte oder so. Das wäre mega nice. Wenn es die Möglichkeit gäbe. Man ist schon ein bisschen langsam unterwegs. Ich meine, die Maps bisher waren jetzt auch nicht die größten, sodass es nicht so arg ins Gewicht fällt. Aber das wäre trotzdem ganz geil. Oder mit so einem kleinen Scooter hier. Wie so ein kleines Rollerchen. Whee! Oder Skateboard. Shepard auf dem Skateboard. Wie geil wäre das denn bitte? Der skatende Shepard. So. Also. Ich habe ein paar Sachen erreicht. Faden. Commander, was kann ich für Sie tun? Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Seltsam Verhalten hatten wir vorhin schon geschnackt mit dem. Ich kümmere mich um die Kolonisten. Und Sie sich um die Gate. Ja, die Gate habe ich. Ich habe einen Gate-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Das ist korrekt. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Lassen Sie uns über Sue's Hope. Natürlich, Commander. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Einige Kolonisten benehmen Das haben wir schon besprochen, Commander. Ich kümmere mich um die Kolonisten. Und ja, sie ist ja um die gut. Wir sprechen uns wieder, Glück, Commander. Kein Grund, hier direkt fuchsig zu werden. So, Davin, ich habe da ein Problem mit dem Essen geregelt. Willkommen, Commander. Das Alpha-Männchen ist tot. Ich habe den großen Warren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Gate beseitigt sind. Bezahlen Sie jetzt einfach? Ja, genau. Her mit dem Dann Cash. Dann raus mit der Belohnung. Ich habe noch wichtigere Dinge zu tun. Wie Sie meinen. Ich hatte nicht vor, Sie noch weiter aufzuhalten. Stufe aufgestiegen. 480 Dollares. Credits, Moneten, was auch immer wir hier kriegen. Wie kann ich Ihnen dienlich sein? Man forderte mich auf, Ihnen alle meine Waren anzubieten. Auf Wiedersehen. Er braucht ja gar nicht meine Hilfe. Ja, viel Glück. Die brauchen meine Hilfe. Gute Arbeit mit dem. Ich brauche allerdings immer noch die Energie. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen nice. Kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder... Nein, Saftmeister 9000 Chat. Grüß dich, Serat. Alles fit? Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Gate loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Yeah! Quests abgeben. Ja, bei mir ist auch alles fit. Freut mich, dass bei dir alles gut ist. Alles top. Ich bin heute auch irgendwie arschgut drauf. Ich habe heute einen richtig guten Tag. Fragt mich nicht wieso, aber ich glaube, weil ich heute die Website programmiert habe. Und das einfach so, weiß ich nicht, das war so ein nices Gefühl. Ich habe jetzt irgendwie so ein paar Wochen drauf hingearbeitet, immer weiter gelernt und habe jetzt so ein Abschlussprojekt heute gemacht und es war ganz geil, dass das alles gefunkt hat. Yeah, Studium läuft. Ja, Studium läuft auch gerade ganz ordentlich, würde ich sagen. Commander, was kann ich für Sie tun?
Wir sprechen uns wieder, wenn gerade ist halt noch die gemütliche Phase, ne? Ist halt noch gerade Vorlesung. Commander, was kann ich für Sie tun? Einige Kolonisten. Das haben wir schon besprochen, mit dem Commander. Kann ich nicht mehr quatschen. Okay. Ja. Gerade ist die gemütliche Phase, Vorlesung ein bisschen, Party und nebenher ein bisschen lernen, aber jetzt noch nicht so hardcore lernen. Das geht dann erst, ja, so in, wann fange ich denn an? So um Weihnachten rum werde ich, glaube ich, richtig anfangen mit jeden Tag hardcore reinbüffeln. Dann kommt ein Boss um die Ecke. Der Boss? Hä? Weihnachten lernen, mein Beileid. Ja, Weihnachten ist bei mir schon. Weihnachten ist bei mir schon sehr lang nicht mehr das Fest, wie es bei vielen anderen Menschen das Fest ist. Bei mir ist die Familie so ein bisschen aufgesplittet, sodass ich quasi allein schon an den Weihnachtsfeiertagen, also Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, bin ich mehr so am Rumfahren zwischen den einzelnen Familienteilen, als dass es irgendwie so ein gemütliches Weihnachtsbeieinander sei. Deswegen alles kein Problem, easy going. Ich meinte auch mehr so, dass, okay, wenn Weihnachten dann rum ist, so ab dem wahrscheinlich 27. oder so, fange ich dann an mit Lernen. Aber Weihnachten ist so. Mit Widerstand ist zu rechnen. Ja, finde ich nicht mehr so geil. Hat irgendwie seinen Reiz für mich verloren. Oh, warte mal. So fahre ich? Okay, mit L1. Und so schieße ich. Alter, was ist das denn für eine weirde Steuerung? Okay. Yo! Was ist das denn? Das sah aus wie so ein Insekt. Geil. Pew. Oh no. Halt, warte. Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Aua. Rat, 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 rat. Nein. Rat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 . Die Steuerung von dem Ding war im Original noch viel schlechter. Das ist echt Katastrophe hier. Das könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Wo krieg ich so ein Fahrzeug her? Muss mal durchrufen. 0190 Normandy. Und dann mal sagen, dass du gerne den Shepard sprechen möchtest. Wenn sie auf Shepard nicht reagieren, einfach mal durchsagen, du hättest gerne einen Wolle. Und dann, ja, einfach mal nachfragen, ne? Würde ich sagen. Sie ist meine Tochter. 990. Normandy. Oh, nein, aua. Piu, 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 piu. Unfassbar starkes Fahrzeug, das richtig crazy ist. Keiner kann sich hier verstecken, außer du da oben, du versteckst dich. Oh, aber ist auch geil, dass dieses Türmchen sich hier einfach 360 Grad drehen kann, ne? Oh, warte mal, kann ich hier auch aussteigen? Gehe ich hier wieder raus? Nein, aber ich kann fliegen! Ach du Scheiße! Ah doch, ich kann auch wieder raus. Na gut, ich gucke mal, was hier so drin geht. Hi. Hallo, kannst du mal aufhören, dich darüber zu warpen? Schieß dir in den Po. Oh. Hä? Stark. Sehr gut. Super, Leute. Super, super, super habt ihr das gemacht. So, was gibt's hier? Eine Kiste. Mit ein bisschen Loot. Hydra.
Hoffentlich klaut niemand mein Fahrzeug, während ich das da einfach so stehen lasse. Das wäre natürlich Katastrophe. It's still there. Marco. Warte mal, wir drehen mal um und gucken mal, ob da hinten nochmal so ein lustiger Eingang war. Aber ich glaube nicht, ne? Das war der erste. Okay. Also eine geile Insel hier mit diesen Türmchen. Und hier wohnen einfach mal nur 300 Homsels. Obwohl hier so mega Türmchen sind. Tausende davon. Interessant. Interessant. Open the door. Was ist das? Komm wieder runter. Geht nicht. Na gut. Geben Sie mir Deckung. Hä? Was ist das hier? Was ist denn das? Warum stellen die das da hin? Muss ich hier weiterfahren? Oder ist es da deswegen da, dass ich da nicht weiterfahre? Aber ich kann doch hier hochfahren, oder? Oh yeah. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Oh oh. Wo immer das herkommt, Sie müssen uns sehen. Vergessen Sie sie. Wir müssen die Gate finden. Okay. Aber stell ich mir vor, man wäre wirklich mit so einem Fahrzeug im Real Life unterwegs. Scheiß auf Stau, ich fahre einfach über alles drüber. Exogeni. Hello, people. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Allianz Militär. Nee, zurück mit Ihnen. Nehmen Sie die Waffe runter, wenn Sie sie nicht benutzen wollen. Machen Sie sich um den keine Sorgen. Den interessiert nur die Firma. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Fai Dan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie leben, aber die Geth haben ihre Kolonie verwüstet. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ist Ihre Basis in der Nähe? Sie sind schon fast da. Sie haben sich im Hauptquartier von Exogeni nicht weit von hier verschanzt. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geth weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeni-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Wissen Sie, was die Geth gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exogeni nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Was hat Sie hierher geführt? Ich schätze, ich dachte, das wäre ein Neuanfang. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden.
Stattdessen wurde alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Es ist hart, nicht die Hoffnung zu verlieren. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Irgendwo im Exogeny-Hauptquartier, hoffe ich. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exogeny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exogeny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Wieso haben Sie sich von Sue's Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Sue's Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geht zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Sie sind jetzt relativ sicher, vielleicht sollten sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. Können wir einen Truck nehmen? So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geht wollten. Wie Sie meinen. Und na gut. Die Grenze ist viel gefährlicher als den meisten. Freitag ist eine neue Diablo-Season. Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Snap. Gibt's was Geiles? Geile Neuerung? Gavin Hossel hat ein kleines Problem. Was haben Sie denn? Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Was haben Sie an sich, dass die Leute immer denken, wir mögen Schwierigkeiten? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Wissen Sie, wonach die Geht hier gesucht haben? Ah, das müssen Klügere als ich herausfinden. Ich habe keine Ahnung, was jemand mit dieser Ruine will. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. Ja. Denkt da dran. Irgendwelche neuen fancy Splitter, die man in Helme und Waffen sockeln kann, gibt's in der neuen Diablo Season. Okay. Hast du da Interesse daran? Spielst du die, Tasch? Ich muss ja sagen, nachdem ich die letzte ungefähr nach 5 Stunden abgebrochen habe, hält sich meine Lust in Grenzen. Wobei der Anfang ist doch immer ganz cool eigentlich. Egal wie es danach eigentlich läuft. Commander, was kann ich für Sie tun? So, ich glaube, wir haben mit allen gequatscht. Dann gehen wir mal weiter. Ab ins Gebäude rein, suchen wir mal das Girlie von der einen Dame und irgendwelche Daten und dann ballern wir die Gegner kaputt und dann geht's nach Hause. Hui! Ne, nach Hause vielleicht nicht, aber dann geht's weiter zum nächsten Planeten oder so. Mal gucken. They see me rolling. They hate it. Aber ist schon geil gemacht. Also das hier gerade macht mir mega Spaß, die Mission. Oder dieser Teil der Mission, hier mit dem Karren rumzufahren, dass man eine nice Abwechslung irgendwie. In die Steuerung habe ich mich jetzt echt flott gewöhnt. Ist immer noch nicht ultra geil, aber es ist annehmbar. Wow, warum? Was ist hier los? Achso, ich bin überhitzt.
Okay, wir gehen. Aua! Oh Gott, oh Gott! Alarm! Okay, ich habe alles unter Kontrolle. Geht's da rein? Ja, da geht's rein. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geht. Das Paket ist gesichert. Wir gehen. Ihr kriegt alle aufs Maul von mir. Ich bin krasse Wolle. Und ihr seid Noobs. Ihr lustigen Geht. Oh, ich wäre so gern er hier, ne? Können wir nicht tauschen? Diese Freaky Friday oder so machen? Du kommst in meinen Körper, ich komm in deinen Körper. Wir fusionieren. Fusion. Ich fange bestimmt wieder an. Wie war das Spiel, weiß ich nicht. Ja. Ja. Wann denn Freitag, weißt du das? Also Freitagabend oder wobei, das weiß man immer nie so genau, ne? Das wird dann immer so relativ kurzfristig entschieden, wann das losgeht. Schalten Sie das Komm ab. Geht's kommen auf uns zu. Mist. Schalten Sie das Komm ab. Schalten Sie das Komm ab? Was für ein Komm? Was redet der? Das hier? Bist du ein Komm? Ist jemand tot? Ein Toter. Au! Hallo, warum? Konsole ist immer komisch verschoben, ja, deswegen. Weil ansonsten hätte ich potenziell Bock, dass wir zusammen anfangen. Kannst ja mal Bescheid sagen, wenn du anfangen solltest. Durchklingeln lassen, dann können wir zusammen hochleveln oder so. Hätte ich Lust drauf. Freitagabend wäre natürlich geil. Nein, ich stecke hier fest! Nein! Nein! Warum? Ich kann hier nicht mehr raus. Nein! Fuck! Ich kann nichts tun. Warum? Dieses Game. Nein. Warte mal, wenn ich jetzt speichere. Ich kann nicht mal speichern hier, weil ich im Fight bin. Ich raste aus. Immerhin sehen Sie hier die. Hier sehen Sie die Welt. Schönste Glatze. Ich kann halt auch keine Granate oder so werfen. Ich habe auch keine Waffe mehr in der Hand. Ich bin hier einfach. Hier, ich kann denen sagen. Hier, holt mich, schieb mich raus! Okay, warte, vielleicht bin ich nicht da. Los, geh da hin! Mach da hinten Party! Jawohl. Ja. Kill die alle, dann kann ich speichern. Kill sie. Yes. Do it. Nein. Wir haben jemanden verloren. Ach nö. Komm, geh da hin, mach die platt. Ja, du schaffst das. Ja. Ja. Yes. Oh, daneben. Yes. You can do it if you really want. You can do it if you really want. Yes. Oh, ja, Wahnsinn. Geiler Typ. Scheiße, ich kann immer noch nicht speichern. Aber wir haben wieder eine Waffe in der Hand. Das ist schon mal gut. Ein kleiner Fortschritt. Ah, und sie lebt auch wieder. Da wissen wir auch das. Das ist kein Tod auf Dauer. Aber ich glaube, ich muss neu starten. Ich komme hier nicht raus. Oh Mann. Warum? Wieso kann ich mich denn hier so festglitschen? Es ist so dumm. Es ist so banal. Na gut.
Ach ja, na gut, na gut. Wo müssen wir laden? Im Flüchtlingslager. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ich glaube, danach ist nicht mehr allzu viel passiert, ne? Wir haben einfach nur dort mit allen gequatscht. Und... Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden. Ich habe im Moment wirklich keine Zeit. Ich muss einige Daten bergen. Immerhin hat das ein Autosave, ja, immerhin. Was haben Sie? Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier finden. Jawohl. Ich helfe dir. Und ich quatsche nochmal mit dir über alles. Wir Freischaffende. Und hier rüber nochmal. Das müssen Klügere als ich herausfinden. Und das war's. Okay. Denken Sie an meine Worte. Mit euch hatte ich schon geschnackt. Was kann ich für Sie tun? Bleiben Sie hier, nice. Bis ich herausgefunden habe. Zum Glück, ey, war der Autosave echt nicht weit hinten. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Warum machen die eigentlich so ein dummes Licht hin, damit jeder weiß, dass die da drin sind? Hui. Hui. Und hier fehlt jetzt auch. Hier war doch eben auch so eine Rolle irgendwie. Die ist jetzt hier auch komplett weg. Ist das ein weirdes Game? Da, das Ding, das da hinten liegt, das lag hier davor. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Das war ein verrücktes Game. Ab in die Karre. Wow. Schreihals da, ne? So, mal gucken, ob wir da jetzt wieder uns irgendwo festglitschen. Uff. So. No glitchy. No glitchy, glitchy, glitchy. Warum muss ich da auch in jede Ecke dumm reinlatschen? So, wir haben eine neue Pistole, oder? Ich weiß mir nicht, ist das jetzt eine Pistole oder ist das irgendein Upgrade für eine Pistole? Können Sie es ja mal gucken. Ausrüstung. Pistole. Es ist eine neue Pistole, aber sie ist scheiße. Schade. Universalwerkzeug. Was kann das? Aktuell gibt es da einen kleinen Schildbonus. Tech-Abkühlungsbonus. Mhm. Oder Medizin-Nachladebonus. Ja, gut. Nö, danke. Njaum. Habt ihr euch schon an Shepard gewöhnt? Seid ihr schon cool geworden mit der Halbglatze? Also ich bin vollkommen d'accord. Man muss auch einfach sagen, die Wahl der Frisur war super. Pom, 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 pom. Ich weiß gar nicht. Ey, das ist ein bisschen das Fahren und gleichzeitig Schießen. Oh. Ist höchst anspruchsvoll. Ist ein bisschen zu hoch. Oh, können wir das Ding kaputt schießen? Nee. Schade.
Uff. Oh, ich bin jetzt schon gelangweilt von den anderen. Nee, das hört sich falsch an. Aber wehe, es gibt auf den anderen Planeten nicht auch so ein geiles Gefährt, ey. Dann raste ich aus. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Hör auf! Flummi! Stirb! Okay, ich glaube, er ist tot. We got him! We got him, boys! We got him! Oh no, oh no! It's a rocket, dude! He's got a rocket! No, he's got no rocket. He's got the whole world. Innocence. Erwischen wir den so? So erwischen. Piu, piu, piu. Oh, wie geil diese Planeten aussehen oder dieser Planet hier speziell. Ich will auch mal in den Weltraum. Lololo. Wieso hat noch kein Streamer dafür Geld gesammelt? Einfach mal in den Weltraum zu fliegen und von dort live zu streamen. So ein Ludwig oder so, das hätten die doch easy schon mal machen können. 24 Stunden Stream aus dem Weltraum. Geil! Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Typische Gate-Aufstellung. Wir müssen eine neue Route nach drinnen suchen. Buh. Na gut. Lass mir rein. Der steht doch bestimmt gleich auch, verprügelt mich, oder? Fusionssicherheitszelle explodiert dann gleich. Waffen-Upgrade. Oh, yo. Ne. Friss das. Hier, bitte. Boah. Jetzt stirb schon! Und was mit euch? Kriegen Sie mich wieder rein. Kann ich die eigentlich irgendwie healen? Kann ich was Gutes tun? Wie ging das denn noch? So kann ich mich healen. So ein Medigel. Oh! Runter jetzt! Nein! Warum drücke ich ständig den falschen Knopf? Hä, wieso? Wie konnte ich die Boys denn healen? Es wird Zeit, hier aufzuräumen.
gar nicht. So eine Scheiße. Na gut. Dann halt nicht. So, wie kommen wir denn jetzt da rinnen? Hier einfach runter, oder? Jo. Jo, jo, jo. Verdammt! Lisbeth! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Cool. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss wissen, warum die Gate hinter dem Torianer her sind. Vielleicht könnte ich es schaffen, aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Oh. Oh! Oh, er fällt schon wieder um. Ich muss die unbedingt healen, die sind zu schwach. Wie kann ich die healen? Scheißendreck. Jetzt liegen sie da wieder so komplett tot. Es wird Zeit, hier aufzuräumen. Jungs und Mädels, wie kann ich euch denn healen? Kann ich das nicht irgendwo gucken? Gibt's nicht irgendwo so ein, I don't know, so eine Möglichkeit, dass ich meine Controls irgendwie mir anschaue? Und Jolly Trolls. Oh, guck mal, dann kannst. Ne, mit wem? Doch, der ist mit Sturmgewehr unterwegs, ne? Ja, dann nehmen wir das da. Das ist ein bisschen geiler für dich. Und bei der Dame, die ist, glaube ich, auch mit einer Pistole unterwegs. Haben wir da noch eine bessere für dich? Ja, die Edge 2, nice. Ist auch supi. So, Squad. Acht Punkte, der Mann. Krass, man levelt aber auch wirklich viel auf, ne? Also, irgendwie jedes Mal hier 8 Punkte zu verteilen, ist schon heftig. Ist auch keine Ahnung, wo ich die da jetzt verteile und ob das sinnvoll ist und so, aber irgendwie fühlt sich schon noch viel an.
So, wir können natürlich dem auch mal einen Helm aufziehen, ne? Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm. Dann regt ihr euch nicht mehr alle so auf. Wo ist denn Steuerung? War der Steuerung? Steuerung. Schade. Gameplay, Sound, Kalibrierung, Grafik. Nein. Karte. Nein. Squad. Nein. Tagebuch, Codex. Nee, da war auch nichts, ne? Waffenrüstung, Upgrades, nope. Nope. Aber ich muss die doch irgendwie heilen können. Tagebuch war das logischerweise auch nicht drin. Wir können erstmal speichern hier. Wie kann ich euch beide heilen? Drei gedrückt halten? Nein. Renn mir nicht weg! Es wird Zeit, aber ich kann ja nichts machen. Ich kann nichts tun. Die Hände sind mir gebunden. Es ist eine Katastrophe. La 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 la. La 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 la. Ach, da hinten geht's weiter. Yeah, weiter geht's. Open the door. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemanden umbringen. Oh! Hallo? Kannst du das auch dich so aufhielen? Der ist einfach weg. Alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln.
Darum haben sie sich so merkwürdig verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Schild ausschalten und zurück zum Außenposten. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Erzähle mir etwas über den Turianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Das heißt, die sind dort alle unter der Kontrolle von diesem Turianer-Viech, oder was? Bei Zeus Hope, ja. Und deswegen war der eine auch so komplett Banane in der Birne. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Turianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Turianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Turianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, Biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Okay, das ist super weird. Also die sind alle irgendwie infiziert da hinten? Willkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Und wir können sie nicht mehr wirklich retten, weil wir nicht genau wissen, was man kaputt prügeln muss, um die zu retten. Und wir wissen vor allem auch nicht wo. Also wir wissen nicht was und nicht wo.